hier, das ist cool, das ist der Vertreter, ne? Da sitzt man nicht überall nicht so. Das ist neue Bestimmung. Nicht schlecht. Gold. Schön. Sieht jeden aus, ne? Ich liebe einfach Kissen. Kissen und Handtücher. Wie romantisch. Okay. 129. Der Preis geht noch, ne? Aber es sieht echt aus, wie man das Ding ist, ne? Und Spannung. Und los. Komm, einen noch.
zurück zu Hause und ja, wir waren auch zum Sport und auch einkaufen natürlich. Und ich habe das hier alles schon vorbereitet, unseren Salat. Heute wir machen natürlich Salat. Und ja, das sind dieser grüne Salat hier, Paprika und wir haben auch Pilze zusammen. Und wir machen natürlich mit dem Knorr, mit Olivenöl natürlich. Und das ist auch Pfeffer. Und mein Mann kocht heute dieser Süßkartoffeln. Also wir haben schon alles, die Zwiebeln schon vorbereitet, geschnitten. Und die Turkey ist hier. Das ist wenig Fett. Und ja, wenig Kalorie eigentlich. Und dann muss man warten ein paar Minuten. Und kann man auch ja, kann man auch hier danach hier braten. Oder zum Braten hier. Und zusammen mit dem Süßkartoffeln. Ne? So, dann bis gleich. So, es muss noch kochen. So, das Zwiebeln ist schon, ist Süßkartoffeln ist schon auf der Pfanne. Und jetzt gebe ich Gewürze, zum Beispiel Pfeffer. Verteilt natürlich, ne? Und das ist so gut. So, es kommt darauf an, was möchtet ihr. Ein bisschen. Dann kommt dieser von Grillpfannen, aber das kann man auch da zusammen und auch dieser Paprikapuder. So. Und danach dann auch Rostzwiebeln, da kann man auch zusammen geben. Finde ich so gut. Schon alles hier zusammen gemacht in einen Schal und guck ihr mal hier, ich habe schon alles von Gewürzer gemacht und muss noch ein bisschen Zitrone machen. So und natürlich diese Silberzwiebeln, das auch kann man auch machen, das schmeckt besser. So und wäre ich warte natürlich von meiner mein Essen da, deshalb habe ich jetzt gleich mein Salat schon gemacht. Das dauert noch 20 Minuten oder 10 Minuten ungefähr. So, ein bisschen mischen, ne? Das ist sehr gesundes Essen. So. Na? Gut für unsere Marcella. Das Essen ist fertig und wir sollen jetzt genießen. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns noch. Tschüss!